Ja, mein Name ist Dirk Sander, ich bin Neurologe, bin seit ungefähr 12 Jahren hier Chefarzt in der neurologischen Rehabilitationsklinik in Feldafing und parallel dazu auch Chefarzt der Neurologie in Tutzing, der akutneurologischen Abteilung. Habe vorher viele Jahre im Klinikum rechts der Isar gearbeitet, zuletzt dort als leitender Oberarzt. Und die Abteilung hier besteht aus insgesamt 80 Betten, aufgeteilt in eine relativ große neurologische Frührehabilitationsabteilung für schwer betroffene Patienten und in eine weitere Abteilung mit Patienten der Phase C und D, also der weiterführenden neurologischen Rehabilitation, die nicht mehr so schwer betroffen sind. Die Krankheitsbilder, die wir hier schwerpunktmäßig behandeln, sind Schlaganfälle, Schädel-Hirn-Traumata und dann auch Patienten mit den verschiedensten anderen neurologischen Erkrankungen, die eben einer neurologischen Rehabilitation bedürfen. Wir haben schon länger uns mit VR-Therapie beschäftigt und der Frage, ob das vielleicht für unsere Abteilung und unsere Patienten interessant sein könnte. Letztendlich sind wir dann darauf gekommen, uns das anzuschauen und auch anzuschaffen, nachdem ich mit ein paar Kollegen auch aus der Schweiz gesprochen hatte, die zum Teil schon Erfahrung mit VR-Therapie hatten. Bei uns ist es so, dass wir schon sehr, sehr lange eigentlich auch intensiv robotergestützte Therapie anbieten für die Patienten, sowohl was die Rehabilitation des Arms als auch des Beins angeht. Also wir benutzen schon eigentlich eher fortschrittliche Verfahren zusätzlich zur klassischen Physiotherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie. Und von daher hat uns natürlich die VR-Therapie sehr interessiert. Wir wollen die VR-Therapie eigentlich über das gesamte Spektrum unserer Patienten einsetzen, sowohl bei den Schwerstbetroffenen in der Frührehabilitation als auch in der weiterführenden Rehabilitation. Ein großer Vorteil der VR-Therapie ist sicherlich, dass es einfach auch am Bett anzuwenden ist, sozusagen eine Art Bettzeitmethode. Die anderen modernen Verfahren, die Robotik umfassen, da muss in der Regel ja der Patient zum Gerät. Und gerade bei den schwerstbetroffenen Patienten ist es oft nicht so ohne weiteres machbar oder ein großer Aufwand. Und was uns sehr fasziniert hat eigentlich an der VR-Therapie, ist eben die Möglichkeit, sozusagen mit wenig Aufwand am Bett schon eine Therapie zu starten und vor allem eben auch Therapie zu beginnen bei den Schwerstbetroffenen, wo es dann zum Beispiel im Anfang nur um Raumerfassung geht oder Kopfbewegung, die dann entsprechend die Aktionen, die man mit der VR-Brille dann sehen kann, sozusagen anstößt. Also eine großartige Erweiterung letztendlich unseres schon bestehenden Therapiekonzeptes.